Willkommen wieder bei Not a Hero, dem DLC. Jetzt gehen wir mal durch dieses Tor hier. Das haben wir uns verdient. Ganz klar. Ganz klar verdient, weil wir haben jetzt das Nachtsichtgerät. Und das ist wunderbar. So. Pistole ist... Erstmal erschrocken. Sehr gut. Ah, das sind die Druckplatten. Sehr gut. Zweimal eine Falle hintereinander ausgelöst. Das kann auch nur ich. Pit-Munition. Irgendwas noch an Munition. Jetzt haben wir schon mal gut Flintenmunition. Stört mich aber persönlich nicht. Wo gehe ich zuerst lang? Ich glaube, ich gehe hier lang. Hallo? Hallo? Ein Koffer, den ich nicht öffnen kann. Ich glaube, ich brauchte mal irgendwie einen Dietrich oder sowas. Und dann konnte ich die öffnen. Kann das sein? Ich habe aber keinen Dietrich. Deswegen kann ich auch nicht öffnen. Ah, das habe ich gesehen, die Lasermine. Nicht mit Commander Mori. Nein, nein. Nein, nein, nein. Auch nicht das. Was ist das? Ah, das ist ein Draht. Den habe ich auch gesehen. Ich habe nämlich Augen wie ein Adler. Um es mal so zu sagen. Öffne dich und zeig mir, was dahinter ist. Ein Ort voller Liebe und Spaß. Dingerchen, was ist los? Bist du noch am Leben? Na, er ist explodiert. Eigentlich wollte ich gucken, ob ich da reingehen kann, aber das steht von der Seite verschlossen. Hallo? Da kam einfach ein Dickerchen mir entgegen und wollte mich aufessen. Nicht so... Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Oh, ich dachte, was ist das zur Hölle? Kettengeräusche. Ist hier irgendwo ein Poltergeist oder was? Bitte nicht. Ich mag Geister nicht so. Aber es ist lustig. Hier sind auch diese Ballons drin und so. Ne, wer das Hauptspiel kennt, weiß, was ich meine. Warum kann ich das verschieben? Komm, ich versperre mir mal den Ausgang. Gut. So, komm ich nicht mehr raus. Das finde ich sehr gut. Wer will das auch schon? So, den schiebe ich auch in die Richtung. Durchs Tor, hindurch. Bleib tot! Machst du das wieder kaputt? Ja. Aber ich mache mal das hier auch auf. Wenn ich das gerade so sehe, ich glaube, ich kann das auch aufmachen. Schieb um dein Leben, Junge! Es ist so still. Hallo? Muss ich hier lang? Oder gibt's hier nur Loot? Nope. Nope. Nope, 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 nope. Wir gehen hier lang. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Wow. Was bringt es mir aber zum Beispiel, das hier zu schieben? Ich kann es ja, aber was bringt mir das? Eigentlich ja nichts, oder? Wow. Richtig gut. Oh, Arzneispritze. Das hat was gebracht, wir haben eine Arzneispritze bekommen. Okay. Ich glaube, uns bleibt nichts übrig. Wir müssen, glaube ich, in den supergeilen Raum voller Spaß und Freude. Zumindest strahlt er das aus. Wir kennen den Clown noch. Leider. Flintenmunition. Arzneispritze. Ich bekomme viel zu viel Arznei und Flintenmunition für meinen Geschmack. Viel zu viel. Ich hätte gerne weniger. Weil ich mich dann sicherer fühle. Dann heißt das nämlich, es kommen nicht 5 Millionen Gegner auf mich zu, die mich töten wollen. Hallo?
Hallo, lieber Clown. Willst du mein Freund sein? Ich nenne dich Clowny. Und zusammen werden wir viele Abenteuer bestehen. Nein? Okay, danke schön. Für den Clown-Schlüssel. Kannst du bitte sterben? Clowny, das hat mich ein bisschen erschrocken. Du sollst auch tot sein. Und du erst. Kann ich nicht leiden. Du bist genauso hässlich wie deine Freunde. Oh Gott, da ist wieder so einer. Ich kann ihn nicht töten. Ich habe keine Munition dafür. Komm her, komm her. Und jetzt ausgetrickst, Freund Sahne. Hat der ein Messer oder so? Ah! Ich hasse das. Ich will hier raus. Ich hasse mein Leben. Oh. Oh. Auf einmal war er ein Gegner. Ah. Als wenn ich schon der Weiße nicht genug ist, der mich verfolgt, die ich töten kann, weil ich dafür keine Munition habe. Hey, geht's dir gut? Halte durch. Bin unterwegs. Ja, mit wem rede ich? Hä, bist du verwirrt? Mit wem hast du geredet? Bist du doof? Ich sehe den. Ach, der Lichter. Okay. Geh ich mal da lang, dann hier runter. Ganz knapp gerade. Fast in die Luft geflogen. Stopp mal, gehen da lang. Und jetzt kommen wir zu dir. Hallo. Lebst du noch? Bitte mal melden. Marquez? Au, falscher Zug, Chris, alter Kumpel. Was zum... Ah, du darfst jetzt sterben, Chris. Scheiße! Also, soll ich den nicht anfassen? Hey, geht's dir gut? Halte durch. Bin unterwegs. Also soll ich den nicht berühren, weil dann fliegt alles in die Luft. Okay, dann lass ich den da jetzt liegen. Und geh einfach weiter. Oder? Oder habe ich gerade irgendwie ein Quicktime-Event verpasst, was ich nicht gescheckt habe? Aha. Aha. Mit so. Ah! Ah! Stopp, stopp, stopp! Aha. Ein Traum. 6 Munition davon. Die bewahren wir uns diesmal aber auf. Für die Dicken. So, kann ich den jetzt nochmal mir angucken? Ich meine, jetzt ist ja alles entschärft. Hey, hey, bist du noch bei uns? Freund Sahne, ja, lebst du noch? Du bist's. Danke. Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen. Ich glaube, wir kommen hier raus. Wir haben einen Verbündeten. Lucas ist ein verdammter Irre. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, er oder diese Dinger. Wir müssen hier raus. Da hast du verdammt nochmal recht. Aber wir haben einen neuen Verbündeten hier wieder. Hallo. Hier drüben. Da oben. Kommen wir raus. Oh, Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Nimm mir das Teil ab. Nein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christopher, aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. 3 Männer, Lucas. 3 meiner Männer sind wegen dir tot. Das endet.
Und zwar sofort. Ich glaube nicht. In einer Minute sind es 4 tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann wirst du sterben. Okay. Was? Okay. Wir haben hier wohl ein Problem. Sind dran, Chris. Geh zurück zur Haupthöhle und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen. Okay. Shitty? Aua, ich hab vergessen, dass die Sachen sind. Die Drähte, die explodieren. Bam! So, ich muss weiter leider. Es tut mir sehr leid. Ich habe aber echt keine Zeit für euch, Leute. Ich habe ein paar wichtigere Probleme. Wie zum Beispiel überleben. So. Öffne dich. Chris, gute Nachricht. Die Videos der ersten Einheit zeigen Kanister mit flüssigem Stickstoff in der Nähe. Vielleicht kannst du mit Einfrieren die Bombe entschärfen. Wo sind die Kanister? Das Lager im Abbauraum des Bergwerks. Geh durch das rote Tor. Okay. Mach ich. Alles, was Chef sagt. Bist du tot? So, du bist auch tot. Keine Zeit. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Aber ich weiß, wo lang. Wir müssen bei dem dicken Großen durch das Clown-Tor, oder? Ich hasse Stress. Weg mit dir. Okay, das war eine Munitionverschwendung. Eins nice Munitionverschwendung. So, kommt wieder her, ihr kleinen Schweine. Weg mit dir, okay. Ein Schuss, ein Treffer. Ich muss jetzt unbedingt weiter. Clown-Tor, da. Clown-Tor, öffnen. Oh ne. Weg mit dir. Haha. Meine Nase juckt. Ist wegen der Spannung. Meine Nase juckt gerade echt. Das ist echt blöde. Ja, meine Nase juckt. Ich kann nicht mehr. Ah. Flintenmuni. Sehr gut. Pistolenmuni. Da habe ich aber noch davon. Oh, da habe ich auch sehr viel Schuss von. Diggerchen, hallo. Okay, okay. Kann ich denn jetzt mit normaler Munition angreifen? Ah! Ah! Nicht mich mampfen! Ah! Ah! Ich war so perplex. Ich wusste nicht, ob ich den jetzt noch weiter abknallen muss oder nicht. Mama moldet. Die Mama moldet mit Munition von Typ Rama Rot anzugreifen, schwächt sie. Wodurch sie durch normale Angriffe verwundbar wird. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, was das Spiel von mir möchte, ja. Der flüssige Stickstoff ist gleich da.
Ja, ja, das habe ich auch verstanden. So. Habe ich davon nicht eben 40 im Schuss? So, da kommen wir wieder nicht durch. Okay. So. Was ist das? Mein Freund. Mama, Molden! Mal sterben? Unsympathisches Mistvieh. Ja, ich hab deine Babys getötet. Was willst du machen, hä? Ich wollte wegrennen. Shitty, Alter. Ich glaube, wir haben es. Ziel erledigt, Chris. Finde den Stickstoff. Brauchst mich nicht erinnern. Der Horror, Alter. Der Horror. Der Horror. Das wird nicht funktionieren. Schnell, Chris. Ich hoffe. Es hat geklappt. Wer jetzt los, bevor es aufkommt und neu startet? Mist! Alles klar, Chris? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. Nur noch du und ich, Lucas. Chris, wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden. Uff. Das DLC macht mich. Das DLC macht mich wieder richtig fertig mit den Nerven, ne? Hate it. Ah, wir sind hier. Ich weiß, wo wir sind. Wir leben noch. Wahrscheinlich müssen wir jetzt den Schlüssel verwenden. Da wo das Clown-Ding ist, an dem großen Pult am Anfang. Um das Finale zu starten gegen Lucas. Kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass das so sein könnte. Hallo Freunde! Oh, wir haben es geschafft. Ich will aber noch was gucken. Moment. Ich will mal irgendwas gucken. Hinter Tor nochmal grün. Und zwar hier unten. Hier unten. Da. Clown-Tür. Stabili, was?
Entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen können. Wirkt dauerhaft. Entschuldigung. Und Flintenmuni. Und Flintenmuni. Sehr schön. Das hat sich gelohnt, nochmal zur Clown-Tür hier zu gehen. Tatsächlich. Sehr schön. Okay. Jetzt nur noch ich und der lustige Freund. Das wird sicher interessant. Einmal speichern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann zum Finale. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Zum Finale. Denke ich mal.